So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Maker. Und letztes Mal. Weiß ich schon nicht mehr. Habe ich vergessen. Habe ich stabil vergessen. Glaub, das war das Video, wo wir die Playlist fertig gemacht haben. Ja, stimmt. Da ist jetzt noch, ja, dieses Weihnachtslevel. Man muss halt wirklich durch diese komischen Bären so durch und später. Irgendwann nochmal, im Moment nicht. Ich würde jetzt gerne erstmal Folgendes tun. Dafür gehe ich aber trotzdem nochmal in die Playlist rein. Weil ich da... Ah, Mist, da ist Erik nicht mehr drin. Wie kann ich denn mal ganz fix... Ach, Moment, Following. Oh, wir könnten ja einfach aktuelle Level spielen von euch. Okay, Erik hat nichts Aktuelles gebaut. Egal, dann spielen wir erstmal hier. Gucken wir uns doch einmal das neueste Level von Echo Mask an. Oh, gab es schon immer so Beschreibungen? Habe ich noch gar nicht realisiert. Gab es schon immer Beschreibungen? Wait a moment, gab es schon immer Beschreibungen? Ach so, aber einfach... Ah, die wurden vielleicht einfach nicht genutzt. Fällt mir zum ersten Mal auf. Interessant. For the spring, hold down, jump and let go the moment you hit to cancel your boost. Okay, keine Ahnung, ich spiele einfach. Ich krieg das mit Gefühl schon raus, was ich tun soll. Ah ja. Tschüss. Wobei, ist tschüss wahrscheinlich ist falsch, ne? Ja, das war's jetzt. Ich verstehe. Die muss ich da so... Wobei, kann ich das? Kann ich da... Ah! Ich wollte nämlich schon sagen, ich muss doch... Yo, aber wie muss ich denn... Komme ich da jetzt rum? Yo, komme ich halt tatsächlich? Okay. So, jetzt mal gucken. Ja, also zu dem Spring hat er wahrscheinlich irgendwas geschrieben. Ach, das ist ja interessant. Das steht hier oben dann auch nochmal. Sehe aber jetzt echt zum ersten Mal, dass es Beschreibungen gibt. Okay. Also, for the spring, hold down, jump and let go the moment you hit it to cancel your boost. Ah, also praktisch. Ja, genau so. Also praktisch. Ah, let it go the moment you can. Ah, ja. Okay. Ich verstehe. Ja, dann ist der Hinweis schon wichtig. Dann ist der Hinweis schon relevant. Aber das Gute ist, es kommt direkt danach, der Checkpoint. Es kommt direkt danach, zum Glück, der Checkpoint. Damit kann man das ganz gut testen. Und es ist zum Glück auch direkt davor, der Checkpoint. Ah, das hat noch nicht funktioniert. Ja, genau so. Okay. Ja, okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Aber das hätte ich tatsächlich ohne die Erklärung, wäre das hier schwierig geworden. So von wegen mit Gefühl, ne? Das wäre hier schief gegangen. Die Erklärung ist schon wichtig. Ach, und ich mach's auch nicht. Yes! So, hier. Jetzt bin ich wieder der Kollege. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ein bisschen. Ja, so nicht. Ach so, Moment, kann ich? Ah, ich kann nicht durch die... Nee, da verstehe ich doch noch nicht. Ich dachte, ich kann irgendwie dann durch die Wand hier ziehen. Nee, Quatsch, ich prall ja an der Wand ab, logisch.
Ah, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Es ist wirklich so ein Stunt-Level, ne? Wir machen hier verschiedene Stunts. Verstehe. Ja, genau so. Easy. So, jetzt machen wir nur noch einzelne Sprünge. Das sind also gar keine Sprünge mehr. Oh ja, ich verstehe. Oh Gott, oh Gott. Oh, okay, da darf ich nicht rein. Aber das sind alles so ganz kurze Abschnitte. Das ist voll gut. Oh. Ah, muss ich da auch canceln? Ja, nein! Das wär's gewesen. Okay. Okay, das ist ein cooles Level. Nein? Das ist so ein bisschen wie der WeGrab bei SMW. So fühlt sich's zumindest an. Ah, Mist. Also das, was ich nicht kann. Yes! Das sind jetzt so Präzisionsdinger? Nein! Zu weit. Oh, ich mag das Level. Das Level ist voll cool. Vor allem, weil es so schön, schön viele Checkpoints gibt. Genau mein Ding. So, was ist das? Oh, das kennen wir noch gar nicht. Klein werden. Oh, das ist. Oh, dann kann man hier durch so Stacheldinger durch. Ah. Das ist ja stabil. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Ich meine, das ist ein Walljump, aber wie komme ich denn da auf die andere Seite? Ach so, das, hä? Das ist nur von einer Seite fest, oder was? Oh. What? Oder kann ich das drehen oder? Nee. Oder kann ich jetzt? Wait a moment. Wait a moment. Soll ich vielleicht? Soll ich vielleicht die Schwerkraft rumdrehen? Nee, ich komme ja nicht mehr zurück, wenn ich das habe. Wobei. Nee, hier komme ich nicht durch. Nee. Über was mal. Okay, wir kriegen das hin. Ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen das hin. Was soll ich tun? Es ist von keiner Seite. Ha. Ich weiß jetzt leider nicht, was ich da machen muss. Doch so. Okay, doch so. Doch so, dann habe ich es verstanden. Hat das nicht funktioniert? Ach so, das ist wahrscheinlich sehr präzise wieder. Ja, das ist wieder sehr präzise. Okay, uiuiui. Aber kriege ich da meinen Doppelsprung wieder, weil sonst reicht es nicht aus. Kriege ich. Stabil. So, ich muss das aber noch öfter machen, weil ich werde jetzt erstmal sterben. Ich hatte keinen Doppelsprung. Ah, muss ich erst. Oh, wie mache ich das denn? Ich brauche da unten noch meinen Sprung. Sonst haut's. Ups. Sonst haut's nicht hin. Aber wie?
Komm ich bis darüber? Nee. Also so komme ich da nicht hin. Komm ich? Ich müsste irgendwie bis ganz rüber kommen. Ich kriege am Wasser meinen Sprung nicht zurück, ne? Oh, ich fürchte, man kommt darüber, weil dann hätte ich nämlich meinen Sprung wieder. Das wird ein böser Sprung. Ja, das ist zu hoch. Ich muss in der Höhe aufpassen, aber auch in der Weite. Die Frage ist, die Frage, die sich mir hier nur wieder stellt, ist, gibt es einen Trick? Oder nicht? Also ist es einfach ein sehr präziser Sprung? Oder gibt es einen Trick, um den zu machen? Oder ich muss ihn doch nicht machen und denke es nur. Aber das Ding ist halt hier... Ich bin so blöd. Ich kann ja aus dem Wasser rausspringen. Natürlich. Und jetzt habe ich meinen Sprung wieder. Oh, zum Glück. Oh mein Gott, zum Glück habe ich das jetzt so rausgekriegt. Da hätte ich jetzt wieder ewig dran gesessen. Sehr schön. Sehr schön. Das habe ich mir schwieriger gemacht auf Ende zu, als es war. So, mir wurde gesagt, ich soll doch einmal den Replay anschauen von dem Level, was ich gespielt habe. Das hier sind gerade gebaute Level, ne? Hat es noch kein Clear? Ah, schade. Oh, wir können uns mal einen First Clear holen. Wir holen uns gleich mal einen First Clear. Aber erst... Aber wieso steht... Ach so, hier kriege ich nur die Level angezeigt, aber nicht die Leute, denen ich folge. Ah, doch, da. Komm her, Kollege. Gib mir deine Level. Das hier ist es... Hier finde ich das hier schnell auf die Schnelle. Dann kann ich hier sagen, played, yes. Und dann haben wir hier Chillers und da soll ich mir den Rekord angucken. Ach so, und deswegen soll ich mir den Rekord angucken. Okay, wir gucken uns den Rekord an. Was hast du geskippt? Ah, was ich auch gelernt habe. Ich muss kurz pausieren. Ich kann nicht pausieren. Kann man pausieren? Yes. Die anderen, die man hier sieht, sind die anderen Clears. Das ist gar nicht von der Person selbst, die Ghosts. Das sind die anderen Clears. Das heißt, die kann ich auch ausmachen. Wenn wir uns... hauptsächlich den Kollegen anschauen wollen, um den es geht. Jo! Kann ich das zurückspulen? Kann man nicht, oder? Kann man zurückspulen? Ich weiß es nicht. Es war so... Es war doch möglich. Okay. Okay. Sick. Es war doch möglich, da hinten zu skippen. Okay. Good to know. Good to know. So, ich möchte mal ganz fix gucken, ob wir es schaffen, ein uncleared Level zu finden. No clears. 32. I made this by laziness. Okay, wir machen den ersten Clear. So nicht. Was ist das denn? Ah ja. Okay.
Nein! Ob, sehe ich eigentlich irgendwo, wenn der erste Clear kommt? Nee, wahrscheinlich nicht. Muss also hoffen. Aber auch ein schönes Level. Oh, das war sicher. Oh, das war kacke. Das war kacke. Die Kisten muss ich genauso verschieben wie vorhin. Witzig, dass wir die vorhin kennengelernt haben, die Kisten. Und jetzt müssen wir sie hier... Nein! Ich werde nicht der erste Clear sein. So, auf die Art und Weise werde ich nicht der erste Clear sein. Nein. So, sowieso nicht. Könnt ihr auch kurz rausgehen und gucken, ob es jetzt jemand geklärt hat. Lul. Na, ist auch egal. Ich will das Level spielen. Das Level ist cool. Oh, fallen die? Nö. Die machen überhaupt nichts, okay. Was? Ach so! Der schießt mich einfach mit. First Clear! Yay! Der schießt mich einfach so mit rüber. So ein Ding ist das. Ja, lul. So, hier. So nämlich. Okay, mehr First Clears. Go. Hä? 76 Sekunden. Was ist das denn? Nein! Nein! So ein Quatsch! Das gibt's doch nicht! Wie? Das muss man wahrscheinlich ganz präzise schaffen. Nein! Nein! Ah, man kann springen, bevor das lädt. Oha. Ganz kurz mal den Rel... den Rel... den Rel... den Rel... den Rel... den... Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht. Also für... Nein. Eigentlich wirklich nicht. Aber schade. Okay, ganz kurz den. Ich meine, der ist gleich wieder weg. Schade, da hat mir Sif den vorweggenommen. Okay. Wenn wir jetzt resetten... Nee, wenn wir jetzt... Wie ist denn das? Wie kann ich denn hier aktualisieren? Wahrscheinlich back und rein. Cleared? No. Record? No. Hey, der ist doch jetzt schon gecleared. Ach so, das ist... Ah, das bezieht sich ja wieder nur auf mich. Mist. Mist, das bezieht sich ja wieder nur auf mich. Ach so, kann ich aktualisieren, wenn ich auf Search klicke. Sort by newest. Ah, wieso gibt's keinen uncleared? Das wäre cool, wenn das noch dazu käme. Das wäre wirklich cool, wenn das noch dazu käme. So, ne? Ich meine, Text werde ich nicht uncleared finden. Nee. Okay, aber ich kann mich durchklicken und gucken, wo kein Clear ist. Ah. Ah, es scheint dann gar nicht so einfach zu sein, denn... Keins, also ohne, ne? Also, das ist gar nicht so einfach, einen Uncleared Level zu finden. Vor allem, sobald die geliked sind, haben sie ja ziemlich sicher jemand schon gespielt. Da haben wir echt Glück gehabt, würde ich sagen, dass wir einen Uncleared Level gefunden haben. Selbst die schwierigen... haben schon Clears. Immer dieser Six-Year-Typ, der mir meine Clears wegnimmt. Just cancel, lol.
Ja, okay. Gut, keine Chance. Aber es scheinen auch teilweise ganz schön komische Level zu sein. Ja, das ist doch mir wurscht. Ich sag doch, der ist gleich wieder weg. Könnt zwar nochmal versuchen, den jetzt mir nochmal zu holen. So revanche-mäßig. Komm. Scheiß drauf. Das Ding ist halt wirklich, du kannst sozusagen noch während es lädt losspringen. Und da musst du dann den erwischen. Da musst du den erwischen. Das gibt's doch nicht. Ja! Den verfolge ich jetzt. Den verfolge ich jetzt. Wann immer mir jemand den wegnimmt, hole ich mir den wieder. So. Das ist mein Quatsch. Nein. Okay. So. Egal. Da wollte ich hin. Don't trust the description. Trust the level name. Ist das ein Troll? Das ist ein Troll-Level. 27 Sekunden für ein Troll-Level. Wir haben noch 21 Minuten. Ja, wir gucken rein. Ach du Schande, das wird. Oh mein Gott, da ist jetzt schon so viel los. Oh mein Gott. Also an beiden Seiten würde ich ja Coins bekommen. Wir gehen unten lang. Okay, wieso ist die jetzt nicht weggegangen? Wait, das habe ich nicht. Moment, nochmal. Eins. Ach, dahinter ist nochmal eine. I see. So, die Kiste ist bestimmt nicht zum Schieben. Irgendwas anderes muss man hier. Hahaha. Siehste? So, die Frage ist aber, was tue ich jetzt? Der macht bestimmt böse Dinge mit mir. Lol, okay, der Troll war nice. So, also nur mal kurz zur Demonstration. Jetzt würde praktisch das hier passieren und dann könnte die Kiste nicht weiter. Cool, wir haben einen Troll. Wir haben schon zwei Trolls evaded. Wir sind zwar dann in einen nächsten reingerutscht, aber wir haben zwei evaded. So, was macht was jetzt? Wenn ich hier stehen bleibe, ich wusste es. Ich wusste es. Das ist so ein typischer Troll, wo es so aussieht, als ob man nachdenken müsste, ne? Und dann bleibt man stehen und dann kommt der Tod. Okay, das geht. Ist das das? Kann ich dann? Weiß ich dann automatisch, dass alle roten Ports mich dahin bringen? Ja, klar, ist ja der gleiche Port. Also muss ich hier hin. Okay. Ja, das ist jetzt klar, dass der gleich angeschossen kommt. Irgendwas kommt gleich an. Okay. Ups. Anders als ich erwartet hatte, so ziemlich langsam. Okay, immer der Rote. Wo war der? Da. Ah, eins zu bald. Oh, da bin ich echt zu langsam, okay.
Kann ich da auch vorher... Ups. No! Oh, aber ich könnte ja auch diese Lücke nutzen, um über den Block drüber zu springen, ne? Die Frage ist, ob der Block dann im Weg irgendwo anhält. Ah, der rote geht hoch! Der geht einfach hoch. Jetzt weiß ich, an welcher Stelle das passiert. Okay, jetzt weiß ich, an welcher Stelle das passiert. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Der hält da nämlich an. Das heißt aber auch, ich will nicht zu dem Symbol rein. Trau dem nicht. Schön. Schön. Leider evaden wir aber jetzt keine Trolls mehr. Ach, ich dumm. Aber die ersten zwei Trolls, die haben wir zumindest, Oh, ich muss weiter runter. Okay. Ich muss weiter runter. Nope. So, die Frage ist jetzt... Irgendwas muss hier ja noch ganz Wildes passieren. Wahrscheinlich verschiebt sich das Ziel auch wieder 3 Millionen Mal. Ich muss springen. Ich muss springen, weil das, der Block verwandelt sich. Ich muss springen. Huch, ja, da nicht. Ah, zu bald. Aber das ist auch wichtig, dass man das nicht zu bald auslösen lässt. Weil dann sonst denken die, sonst, also sonst evaden die Leute zu leicht diesen Troll. Ne? Wenn du zu bald darüber springst und es wird zu bald ausgelöst. Das muss wirklich sozusagen, also man muss eigentlich erst einmal wirklich reinfallen, damit dieser Troll auch funktioniert. Na, wenn es zu bald, genau, wenn es zu bald sozusagen passiert, dann sehen es die Leute nicht. Und dann denken sie, okay... Also dann ist es zu leicht, dem Troll auszuweichen. Das wollte ich sagen. Hui! Nein! Die Frage ist halt wirklich, haben wir es dann da hinten? Also wenn ich den Sprung noch schaffe, haben wir es dann oder passiert noch was mit dem Ziel? Das wäre ja fast das erste Mal, dass mit dem Ziel nichts mehr passiert in so einem Troll-Level. Kann natürlich auch sein, ne? Ich meine, ist ja genug getrollt worden. So. Aber wann kommt denn diese Verwandlung? Ah, nein, ich verstehe. Ich darf mit dem gar nicht hochfahren. Ich muss den nur antriggern und dann geht's irgendwie anders weiter. Das war komplett dumm. Was ist passiert? Das ging mir zu schnell. Hä? Woran sterbe ich da? Ach, an einem Trampolin. Aber das andere ist ein... Was ist das für ein Teleport? Ein gelber? Ach, Mist.
Jetzt bin ich hier rausgekommen. Ich wollte schon sagen, das muss doch jetzt ein anderer Raum sein. Oh, das heißt, jetzt gibt es nochmal den gleichen... Oh Gott, jetzt ist alles anders. Genau. Das heißt, ich hätte speichern... Nein, ich hätte speichern können. No, ich hätte speichern können. Ich wollte da nicht mitfahren. Oh nein. Aber dass das Ding runterfährt, das passiert doch dann auch so, ja. Oh nein. Oh, das ist so frech. Oh, es ist so frech. Das heißt, es könnte auch noch ein dritter Raum kommen. Ich trau dir überhaupt nicht. Ich gehe wieder zum Roten. Ich gehe wieder zum Roten. Ich warte wieder hier. Ah. Ah. So, ich will da gar nicht zu dem anderen Checkpoint hinlaufen. Wir gehen einfach gleich weiter. Scheiße. Okay. Das ist eskaliert. Wenn man die ganzen Trolle noch nicht kennt, ist es halt echt cool, ne? So, wo war das jetzt? Da. Nix da. Nix da. Mist. Ich bin reingesprungen. Ich wollte nicht reinspringen. Mist. Nein. Ach, der geht hoch. Jetzt habe ich es erst gesehen. Ich dachte, ich bin vorhin einfach dumm gesprungen. Oh mein Gott. Wie gut. Wie einfach nur gut. Hä? Ach so, wenn der springt, geht... Ah, alles klar. Wie ein einziger Troll einfach 3 Millionen Mal funktioniert. Hey, ich will... Kann ich das irgendwie antriggern oder muss ich... Kann es nicht umgehen. Wenn ich es nicht umgehen kann, bin ich da wahrscheinlich falsch. Ups. Okay, das ändert nichts, ob ich das verschiebe oder nicht. Was passiert, wenn ich jetzt hier speichere eigentlich? Ich meine, bin ich da nicht erledigt? Ach, kann ich gar nicht. Deswegen. Es dürfte, ich glaube, es dürfte keinen Checkpoint geben, der einen softlockt. Ich glaube, das dürfte es nicht geben. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, das gibt es nicht. Weiß es nicht. Ja, aber dann ist die Frage...
Am Ende ist hier irgendwann nämlich doch irgendwas. Aber hier ist in dem Fall nicht. Irgendwann könnte in dem Raum noch was sein. Irgendwann könnte in dem Raum noch was sein. Die Frage ist, ist es... Nee, aber hier ist es ja rot. Das ist immer der gleiche Raum. Das ist immer der gleiche Raum. Das ist auch immer der gleiche. Nee, nee, nee. Daran hat sich nichts geändert. Sterbe ich sogar vor dem Block, okay. Ich wollte es mir mal angucken. Also ich muss schon hier hoch. Und da drüben komme ich nicht weiter. Ich muss schon hier, ich muss hier irgendwie einen Weg hier durchfinden. Aber das Ding geht halt hoch mit mir. Ich muss in dem Moment, wo das Ding hochzieht, muss ich wegziehen können. Aber das kriege ich noch nicht hin. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht dafür. Na, das kann natürlich sein. Vielleicht bin ich halt einfach zu schlecht dafür. Ah, jetzt! Okay, ich kann es also doch antriggern. Ich traue dir safe überhaupt nicht. Ich kann es auslösen. Schade. Oh, jetzt bin ich das hier. Auch interessant. Ach so. Da scheint nichts anderes zu... Ist hier ein Weg? Nein. Also muss ich schon hier durch. Aber... Ach so! Ja, ja, okay, verstanden. Ich muss darüber schießen und dann mal gucken. Ging nicht. Es musste ja was passieren. Es war klar. Ja, wie kriege ich den jetzt an, sodass er... So. Okay, da sterbe ich trotzdem. Man muss ja ausprobieren. Man muss ja ausprobieren. Plopp. Trau dem Braten sowas von überhaupt nicht dahin zu schießen, ne? Jo! Es war so klar. Es war nein! Der hat mich dazu gezwungen, neu zu speichern, ne? Oder? Ne, wo sind wir? Ne, wir sind schon wieder woanders, glaube ich. Oder sind wir wieder im ersten Raum? Wir sind nicht im ersten Raum. Alleine schon, weil hier jetzt das Ding grün ist. Wir sind nicht im ersten Raum. Oder? Ah, okay. Okay, es war so ein Troll. So ein ganz typischer. Ja, cool. Ja, cool. Aber das wäre eine ganz interessante Geschichte. Auf die Art und Weise könnte man jemanden wirklich im Checkpoint zurückzwingen. Dass man ihn so zwingt zum Schießen und dann kommt natürlich der Teleport rein.
Mit irgend sowas habe ich auch gerechnet, aber ich weiß natürlich nicht, was genau dann passiert. Ja, cool, coole Geschichte. Oh, also Sandra, was ist das denn für ein Level? Ach so, das ist das. Ah ja, da hatte ich natürlich auch automatisch den Rekord. Okay, aber das interessiert mich nicht. Den Rekord kannst du behalten. Der einzige, der mich interessiert, ist der hier. Den behalte ich. Das ist meiner. Mein Rekord. Holt ihn euch. So. Ihr wollt einen Rekord. Den könnt ihr haben. Aber suchen müsst ihr nicht. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.